Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Grounded. Puh, so, beim letzten Mal haben wir die Bombardierkäfer ja weggeknallt und sogar endlich mal Marienkäferkopf bekommen und die erste Baumwanze getötet. Da brauchen wir jetzt nochmal eine zweite von, dass ich an diesen Hammer komme. Allerdings bei der ganzen Kämpferei hat es auch die Rüstung hier komplett zerrissen. Jetzt ist die Frage, will ich sie reparieren mit Bärenleder oder werte ich sie nochmal auf, dann wäre sie auch repariert, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Und das geht, glaube ich, ja, das machen wir. Komm, wir werden die noch ein bisschen tragen. Sollte mal ein bisschen dauern, bis wir was Besseres bekommen. Dann würde ich die jetzt echt nochmal aufwerten. Wir müssen uns noch mal 3 spröde Panzerungen herstellen. Aber ich denke, nach der Stufe wäre jetzt auch Schluss. So, warte mal, wo waren das hier? Ja. Einmal, zweimal, dreimal. Sehr gut. Alles klar, dann schwing dich mal wieder in deine Rüstung. Wegmarkierung Ameisenhügel könnten wir abschließen. Und ich habe mal durchgeschaut, was wir hier noch so bauen können. Da habe ich gesehen, Insektenbogen. Hört sich schon mal sehr gut an. Die Bratwurst. Dafür müssen wir Pilzauswuchs tatsächlich besorgen und ein Ameisenei. Aber was hatte ich noch gesehen? Ach ja, die Glühwürmchen-Kopflampe. Okay, müssen wir mal gucken, wenn wir ein paar Glühwürmchen auftreiben, kriegen wir bestimmt irisierende Schuppen und Leuchtglibber davon. So eine Kopflampe wäre doch mal ganz geil. Bevor wir jetzt losziehen, eigentlich sollte ich den Tag jetzt lieber nutzen. Wie spät haben wir es? Ist schon 15 Uhr. Ich würde mal kurz gucken, ob wir eine Baumwanze irgendwie auftreiben können. Dein Inventar ist halbwegs leer. Kurz einmal testen. Jawohl. Jetzt können wir auch das kräftige Unkraut umhauen mit der neuen Angst. Baumwanzen? Wo finde ich denn am besten eine, wenn die jetzt hier nicht da ist? Oder ist die schon wieder nachgespawnt? Ich glaube, so schnell geht das gar nicht, ja? Da ist ein Marienkäfer. Aha, hier ist noch ein Pfeil, guck mal. Also die ist auf jeden Fall noch nicht wieder da. Okay, hier ist wieder ein Milbenhausen. Oh, hier qualmt doch was. Wow, die macht ja richtig Schaden, die Axt. Da hinten ist eine, ne? Ist das die einzige oder sind hier noch mehr? Hier qualmt so intensiv. Also wenn 2 kommen, dann bist du hinüber, ne? Warte mal, kann ich da oben hoch? Hier ist Marine. Uff, wuhuhu, nicht doch. Kommt hier hoch? Scheiße, die kommt hier hoch. Nein! Oh Gott, bin vergiftet. Hier ist noch eine. Oh mein Gott. Alter, hier sind überall welche. Das sind zu viele. Shitty.
Wie er Schiss hat. Wo ist er denn? So, die hat mich schon wieder. Könntest du mal irgendwo... Du bleibst jetzt da nirgends hängen, ne? Da vielleicht? Ja! Nein, bitte geh weg, zweite Scheißwanze. Geh bitte weg. Oh, sie kommt! Marine! Oh nein! Marini! Okay, versuch den Marienkäfer mit in den Kampf zu ziehen. Jo! Scheiße. Alter! Okay, Probleme. Jetzt sterbe ich. Okay, Abflug. Scheiße, gegen zwei ist echt zu krass. Also, was heißt gegen zwei? Aber wenn ich keinen sicheren Stand habe oder die sich nicht irgendwie zufällig verbuggt, dann stirbst du halt. Oh Gott. Ja, der Marienkäfer ist immer noch sauer, oder? Der kämpft noch gegen eine. Hat er sie weggeknallt? Genau das wollte ich. Ja, baller sie weg! Schafft das? Ich sehe nichts. Irgendwie... Ist sie tot, oder was? Hä, wo schießt sie denn hin? Oh, jetzt? Oh, jetzt sind sie wieder auf mich gallig. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, diese Scheißdinger sind aber echt ein Krampf. Kommst du jetzt dran, Marini? Ja, kämpfe. Besiege sie. Warte, ich... Chill jetzt hier mal und guck mal, was passiert. Ne, anscheinend kämpfen sie jetzt tatsächlich mal gegeneinander. Und ich staube das ab, was hier gewinnt, ne? Okay, also anscheinend macht er überhaupt keinen Schaden an der Wanze. So geht's. Nein, Marini, geh weg. Ich will nicht dich treffen. Was denn jetzt? Achso, die ist betäubt. Jetzt habe ich einen Marienkäfer getroffen, der ist fast down. Jetzt ist der Marienkäfer sauer auf mich, oder? Ah! Wo ist denn jetzt die Wanze, die ich fast gekillt habe? Scheiße! Hier sind Glühwürmchen. So ein Dreck!
Scheiße, wo ist denn die jetzt? Da. Die hängt immer noch, oder? Ja. Ja, sie ist noch angeschlagen. Alter. Ey, jetzt hat sich eine Laus in den Weg geworfen. Yes. Oh ne, die ist noch nicht tot. Oh Gott. Alter. Okay, schnell ab. That was refreshing. Okay, jetzt nur noch lebend nach Hause. Was ist denn jetzt los? Was ist das für ein Geräusch? Pfeile einsammeln und ab. Oh Gott, ich höre hier irgendwas trippeln. Ich will weg. Boah, war das ein Fight. Leute, wo ist denn die Eiche? Da. Oh Gott. Was für hässliche Biester. Wir können den Hammer bauen. Hoffe ich doch. Pass nur auf, dass du jetzt nicht noch irgendwo reingerätst. Oder gar nicht reingeraten willst. Alter, ist das ein wanzenverseuchtes Gebiet. Wo ist er denn? Wo ist er denn? 3 Stück hast du gekriegt. Ah, hier im Leben sind mir erstmal egal. Oh Gott, sind hier viele. Ich hau erstmal ab. Einfach nur weg. Auf nach Hause. Oh, hier fühle ich mich schon wieder ein bisschen sicherer. Okay, der Marienkäfer hat 0 Schaden an der Baumwanze gemacht. Ich dachte, das würde geiler funktionieren. Aber normal machen die doch. Kämpfen die doch gegeneinander und machen auch Schaden, oder? Hat sich da was geändert? Ich weiß es nicht. So. Freunde, wie geil. Ein Bärenleder brauchen wir noch. Ach, die scheiß Kochdrüse. Teil des Bombardierkäfers. Oh Gott, ich werd blind. Wir müssen noch mal los, Freunde. Ich habe nur eine Säuredrüse und einen Baumwanzengassack. Und davon sogar 3. Aber wir haben das Schwerste, haben wir glaube ich schon mal. Wir müssen noch einen Bombardierkäfer erledigen. Der war ja in der Kellenschlucht. Das kriegen wir hin. Das machen wir am nächsten Tag. Dann können wir gleich mal gemütlich pennen gehen. Ein Kleeblatt brauchst du. Wir bauen uns dann diese Markierung da noch auf. Oh, Leute, hier ist was los, ey. Ein paar Pfeile auf der Strecke geblieben, das ist aber alles nicht so wild. Ein bisschen gammeliges Essen, schmeiß das hier rein. Riegel wieder aufgefüllt. Hast du Hunger, Durst? Nö, wir trinken nächsten Morgen. Wir schlafen jetzt erstmal gemütlich, würde ich sagen. Gott, war das spannend. Bin noch ganz aufgewühlt. Spät haben wir? Ja. Sehr gut. Immer schön schlafen gehen. Uiuiuiui. Ja, ist schon ein bisschen hell. Nein, nicht schöpfen. Trinken. Hast du noch was zum Frühstück hier rumhängen? Jo, guck mal. Ich muss die unbedingt mal killen hier unter mir.
Die nerven ja ganz schön. Ich habe gar keinen Speer. Doch, einen Speer hast du dabei. Eine himmlische Ruhe. Sehr gut. Knall die Jungs gleich auf den Grill hier nochmal. Und wir zischen los. Kannst du noch ein paar Unkrautstängel mitbringen? Was machen die Seile? Ja, sehr nice. Alles nehmen. Dann noch ein bisschen... Fünf neue Netze. Das dauert ja immer ein bisschen, ne? Kannst du schon mal anschmeißen. Jo, dann ziehen wir los. Ab und zu mal den Saft absammeln. Wir brauchen später noch genug. Wir müssen uns auch mal einen Saftsammler bauen. Aber hier kommst du ja kaum hinterher. Jetzt will ich aber erstmal dranbleiben am Hammer. Den einen Bombardierkäfer machen wir jetzt auch noch klar. Wo genau waren jetzt nochmal die Kellenschlucht? Müsste ja eigentlich gleich hier in der Richtung irgendwie gewesen. Ja, da bei der. Hier ist noch ein leckerer Tropfen. Nimm den direkt noch mit. Milvus. So. Ja, hier ist doch irgendwo noch ein Bombardierkäfer rumgerannt, also so mindestens einer. Da hinten ist er. Ist das einer oder sind es zwei? Und wie kriege ich den? Ohne 1000 Tode hier wegzusterben? Die komme ich nicht zufällig. Nee, die komme ich nicht hoch. Hilf, hier krabbelt was. Ah, ist nur eine scheiß Milbe. So, Bombo. Jetzt hat er sich gerade dahinter die Schaufel verzogen, oder? Ah, sag mal. Ihr seid auch der Inbegriff von nervig. Nice. Jawohl, gib ihm. Das stinkt doch. Kommt bestimmt hier hoch, oder? Also wie er direkt den Weg hier nimmt. Ja, verpack dich. Okay, ich muss zugeben, wenn der jetzt auch hier komplett stecken bleibt, dann kommt das schon echt häufig vor, muss ich sagen. Das macht es dann schon wieder ein bisschen easy. Aber ich will mich jetzt nicht beschweren, ne? Schwer genug, so einen Käfer hier wegzuballern. Also, das hilft dann schon sehr. Und ich hoffe, der Typ ist so geil und hat eine Kochdrüse für uns dabei. Das wäre der dritte, den wir killen. Dann muss doch, alle guten Dinge sind doch drei, oder? Was sagt ihr? Der war echt entspannt dann, der Dude. Ging besser als die anderen beiden. Nice one. Kochdrüse. Jawohl, Kochdrüse. Nice. Können wir jetzt ja auch mal ganz entspannt. Hier hören wir auf, Dinge.
Okay. Hier müssen wir das erste Mal was aufsprengen, tatsächlich. Das heißt, wir könnten jetzt mal eine Bratwurst gebrauchen. Benötigt Sprengsatz. Was ist eine Lava? Tja, nehmen wir gleich einen Ameisenei mit nach Hause, dann brauchen wir aber auch Pilzauswuchs. Nee, ich glaube, wir bauen uns jetzt erstmal den Hammer. Wäre ich mal schwer dafür. Damit wir das schon mal abgehakt haben. Das war jetzt Kampf genug, dahin zu kommen. Da ist irgendwas Großes. Das hört sich an wie ein Marienkäfer, jawohl. Dann mach du mal. Nur gerade schon wieder so gespannt gelauscht eben. Da ist man ruckzuck, hat man hier von irgendwas aufgemülmt. Mal schön die Ameisen ärgern. Schlecken da in ihrem Honigtau rum. Es sind aber viele Ameisen unterwegs. Alter Schwede. So. Hast schon Hunger? Ja, komm. Zieh dir mal so eine Kaulquappe rein. Zur Feier des Tages. So, wo ist er denn jetzt? Ah, immer noch ein Bärenleder. Da müssen wir uns mal kurz eins noch herstellen. Ach, vier sogar. Okay, warte. Wir können uns bauen, so ein Dörrgestell. Ja. Da haben wir, glaube ich, nicht genug Brocken. Doch, eigentlich haben wir doch fünf Brocken. So, warte mal. Der Insektenhammer kostet Bärenleder, Kochdrüse, Baumwanzenbrocken. Und das Dörrgestell, nicht, dass ich da jetzt irgendwas doppelt verbinde. Ich brauche tatsächlich sechs Seile. Das stellen wir uns mal auf hier. Ja, ruhig hier hinten irgendwo. Machen wir hier. Brocken brauche ich hoffentlich erstmal nicht, ne? Seile könnte wieder ein Problem werden. Brauche ich jetzt noch kurz ein paar Pflanzenfasern. Dann bauen wir uns nämlich das Dörrgestell auf. Da ist das Trocknen von dem Bärenleder viel günstiger. Und das lohnt sich dann schon. Ich glaube, wir brauchen so drei Bärenbrocken für ein Leder. Und an dem Dörrgestell ist das 1:1, weißt du? Das ist dann tatsächlich schon lohnenswert. Gerade weil du an die Bären jetzt auch nicht so einfach dran kommst, müssen wir immer da hinten zur Hecke latschen. So, was denn jetzt? Reicht das schon? Ich weiß eigentlich genauso wie für die Seile. Die Seile könnte ich jetzt im Spinnrad auch. Effizienter herstellen. Ich werde auch gleich nochmal eins anzeichnen. Ich weiß nicht mehr genau, was wir dafür brauchen, aber. Sollten wir machen. So, ja, Seile wollte bauen. Hä? Ich habe doch zwei gebaut, oder nicht? Oder hatte ich grobes Seil herstellen? Ja. So, Dörrgestell steht.
Wo hast du... Ja. Hängen wir mal 3 Bärenbrocken dran. Die können jetzt trocknen und zu Bärenleder werden. Ach, Inventar war voll. Ich hab's hier hingeworfen. Oh, Floki. Was geht ab? Da macht er nicht. Wird, macht hier nichts. Wird nicht das letzte Seil gewesen sein, das du brauchst. Noch ein Spinnrad. Das war. Hier. So langsam gewöhne ich mich dran, glaube ich. Eichelkappe, Ton, Brocken, Saft und Seide nochmal wieder. Eine Eichelkappe und 4 Ton. Hier Seile nochmal und 4 Ameisenbrocken. Ja, haben wir auch noch. Dann würde ich jetzt auch mal... Alles ist gleich fertig. Scheiße, kann ich noch 4 Seile bauen? Jo. Kann ich. Sehr gut. Alles klar. Nee. So, da läuft noch durch. Jetzt muss ich kurz mein Inventar nochmal leer machen. Oh, die Kochdrüse muss ich noch analysieren. Dann lass das nochmal ganz schnell machen drüben. Ich denke mal, fürs Bärenleder müssen wir noch eine Runde pennen. Hast du das falsch rum aufgestellt? Obwohl, sieht gar nicht so schlecht aus. Wo ich die Kochdrüse jetzt verbaue, sollten wir sie doch erstmal nochmal analysieren. Wer weiß, wann ich die nächste bekomme. Willst du den Hammer und eine Axt bauen und bist erstmal 2 Folgen beschäftigt? Mega. Da haben wir jetzt so viel zu bauen und aufzubauen, herzustellen. Können wir mit dem Hammer dann die Milchmolare abbauen, diese Zähne, die hier überall rumfliegen. Und wir haben ja noch das Teichlabor als nächstes, was wir noch vorbereiten müssen. Alle Hände voll zu tun, muss ich mal sagen. Okay, hier gibt es jetzt nur noch die Wanddeko raus. 30 Hirnschmalzpunkte, okay. Raw Science da oben scheint immer noch nicht zu kriegen. Dann ist nicht so schlimm. So, Koi. Oh. Okay, anscheinend habe ich auch noch keine Algen aufgesammelt. Na, ah, dann lass gleich nochmal zurück. Die analysiere ich auch nochmal. So. So nicht. So. Sogar mit Schirmeinsatz, dass er diesmal auch wirklich drauf landet. Klappstuhl. So. Öko Power, neuer Smoothie. Okay. Dann jetzt aber zurück. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, was ich jetzt mit dem Bärenleder da mache. Ob ich mir so nochmal jetzt eins herstelle, dass ich schon mal den Hammer bauen kann. Ich glaube ja. Bin zu ungeduldig, ich kann nicht warten, bis es getrocknet ist. Also hier auf diese Dinger springen, das ist aber auch nicht so meins. Was ich vorher vielleicht nochmal angehen würde, ist die Lücke hier zu schließen. Dafür haben wir den Grasboden bekommen.
Oh, warte mal. Oh, das hast du jetzt hässlich gemacht. Moment. Na. Muss mal hier vorne anfangen, wa? So wäre doch ganz geil. Kannst sogar noch ein bisschen... Mach mal so. Damit ich hier nicht immer aufpassen muss, weil hier fällt es nämlich durch. Sieht man hier eigentlich einen Fortschritt? Nee, leider nicht. Mein Inventar ist voll, mach das mal bitte ein bisschen leer. Ich mache jetzt das Bärenleder klar. Muss ich halt nochmal drei verschwenden, aber ich glaube, jetzt können wir, haben wir alles, um den Insektenhammer zu bauen. Nee, es fehlt noch ein Bärenleder. Weißt du? So. Endlich der Insektenhammer. Ich werd verrückt. Tausch den bitte direkt aus. Mach mal den weg. Das ist der gute. Achso, Moment. Den legst du ab. Den packst du drauf. Wo ist denn jetzt der andere Hammer? Der ist gerade verschwunden. Ich weiß nicht, wo er hin ist. So, warte, hier ist ein Eichelbrocken. Drei Pilze. Oh, 9 Pfeile haben wir schon gelassen. Das ist jetzt alles, was wir hier brauchen. Was nimmst du mit? Den lässt du nochmal hier. Oh, das war falsch. So, da ist das Inventar aber schon ganz schön voll, muss ich sagen. Aber wir holen uns jetzt mal tatsächlich. Fehlt immer noch ein Ameisenbrocken. Den besorgen wir gleich auf dem Weg noch mit. Kurz was trinken. Und dann gehen wir mal rüber und holen uns den ersten Milchmolar. Beziehungsweise hier unter der Dose war ja auch schon einer. Holen wir uns sogar die ersten beiden. Oh, ich freue mich. Dann kann es losgehen mit der Suche. Einmal war hier einer. Oh, warte mal. Sollte ich nicht liegen lassen, wenn ich schon drüber laufe. Früher oder später. Brauchen wir diese Runde. Sowieso. Die Maden. Guck mal. Jawohl. Es geht. Hau ihn auf. Befrage ein ASL-Terminal zum Milchmolan. Das sollten wir gleich machen. Gehen wir kurz bei Burgle vorbei. Willst du den zweiten noch holen? Ja, komm, wir holen mal den zweiten noch. Oh, da musst du wieder an den Spinnen da hinten vorbei. Der lag doch da hinten, ne? An der Mauer, oder? Ich glaube schon. Muss ich mal gucken, ob ich das hinkriege, ohne die Spinnen zu triggern. Ich glaube nicht. Das wäre ja auch zu einfach. Die sind natürlich schon wieder da. Da hat sie mich schon gesehen. Das blöde Biest. Nice. Schnell weg.
Das hat gut funktioniert. Können wir uns nämlich jetzt gleich noch angucken, was man macht mit diesem Milchmolaren. Einmal noch schnell zur Burge. Boah, dann haben wir das Wichtigste erledigt. Hier zwei Axt und Hammer erstmal. Bringt das schon mal ein Stück voran. Burgel, ich komme. Ach, kann ich jetzt eigentlich auch die Pilze wegknallen? Ja, könnte ich. Okay, sehr gut. Schon zu weit, ne? Ich hab's irgendwie. So. Burgel, Burgel! Ich hab Milchmolaren gefunden. Achso, der will ja gar nichts davon wissen. Ich sollte ja ans ASL-Terminal. Molar-Infusionsverbesserung. Hier können wir uns holen, maximale Gesundheit, Ausdauer, Hunger-Durst-Abzug verbessern, passive Heilung quasi und maximal aktive Mutation. Das wäre auch sehr interessant, aber ich würde erstmal hier jeweils einen... Alter Muskelprotz. Einen auf Ausdauer und einen auf Gesundheit bringen. Und die nächsten drei Molare würde ich dann investieren, um eine aktive Mutation mehr zu haben. Aber so viel haben wir ja im Augenblick noch gar nicht. Was gibt's denn hier für eine Questbürgel? Sprühflaschengipfel. Wo ist denn das? 200 Punkte. Ja, gut, bevor sie da vergammelt, nehme ich sie mit, die Aufgabe, ne? Kieselfundament. Festigte Basen, ja. Oder später brauchen wir es eher, aber ich würde lieber noch ein paar Punkte mehr aufheben. Das lassen wir. So. Wir haben mehr Ausdauer, mehr Gesundheit. Und die Tier 2 Waffen. Und Tools viel mehr. Jetzt können wir uns aufs Teichlabor dann mal so langsam vorbereiten. Ab der nächsten Folge, da brauchen wir auch noch so einige Sachen. Quasi... Taucherausrüstung und sowas. Das war unter Wasser auch nicht direkt abnippeln. Ist ja sowieso nicht so meins. Unter Wasser wird ich immer schnell panisch. Aber kriegen wir schon hin, ne? Gehen wir jetzt mal gemütlich dran, dass wir das nächste Labor in Angriff nehmen. Ich freue mich drauf. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Grounded. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis denn. Tschüss. Oui.